ganz, ganz weiches Leder ist es geworden. Super schön. Das Fell sieht auch noch gut aus, die Fellseite. Hier eben die Fleischseite, ganz weich und knautschig. Ja, und hier sehen wir jetzt also zum zweiten Teil des wie gerbe ich ein Fell-Video rein. Und da möchte ich euch jetzt zwei Varianten vorführen. Die eine braucht ein bisschen mehr Material, das man vielleicht nicht unbedingt daheim hat, was man aber durchaus auch leicht beziehen kann. Aus der Industrie, aber so aus von irgendeinem mittelständischen Handwerker. Und das zweite ist etwas, wie soll ich sagen, einfacher, zusammengeschusterter, teilweise auch ein bisschen, hat vielleicht ein bisschen Geschmäckle auch, was die Gefahr angeht. Aber ja, ich stelle euch einfach mal beides vor. Und jetzt zunächst einmal auch die Variante, mit der ich jetzt hier das Ding hier gerben werde. Mit einem Räucherofen aus Blechdosen. Dafür braucht ihr drei große Blechdosen. Da sind häufig Lösungsmittel drin oder auch Lacke. Ich selber habe die jetzt aus dem Schreinereibetrieb meines Vaters und da fallen die eigentlich ständig an. Also wenn ihr irgendwo einen Schreiner in eurer Nähe habt oder vielleicht auch einen Karosseriebauer, eine Autolackiererei, irgendwas, wo mit Lack und Farbe vielleicht gearbeitet wird, einfach mal fragen, ob die hier solche leeren Fässer haben. Das ist nämlich kein Pfandgut, das wird einfach weggeworfen. Und bei mir war es ganz praktisch, ich habe einen mit einem kleineren Durchmesser und zwei mit einem größeren Durchmesser. Hier in den kleineren habe ich unten rein ringsrum Löcher reingebohrt, dass ein bisschen Luft reinziehen kann, weil hier drin werde ich jetzt gleich das rauchende kleine Feuerchen machen. Und in die zwei oben drüber, die sind etwas dicker, die kann ich dann aufeinander stellen, auf den kleinen drauf. Habe ich einmal unten Löcher reingemacht, dass hier der Rauch aus dem Feuertopf reinziehen kann, sich hier oben eben sammelt. Und da oben drauf kommt dann die zweite Dose, weil die ja den gleichen Durchmesser haben, während die hier locker aufeinander gestanden. Also bin ich einfach hergegangen mit einer Zange, habe das hier ein bisschen eingebogen. Ihr seht es, einfach ganz schnell, ganz einfach gemacht. Und jetzt kann ich die übereinander stapeln. In das ganz oberste habe ich auch noch mal etwas weniger Löcher reingemacht, damit der Rauch auch oben abziehen kann, weil sonst habe ich keinen Kamineffekt, würde der Rauch nicht so schön nach oben steigen. So kann man schön oben ausziehen. So. Das gute Schaffell passt leider nicht so richtig in diese Büchsen rein, deswegen habe ich mir hier noch so zwei Hölzchen gemacht. Mit dem einen Hölzchen verankere ich quasi das Schaffell hier drin, ja, das passt hier, habe ich so zugesägt, dass es hier fest rein verklemmbar ist. Und das zweite Hölzchen, das kommt dann über Kreuz reingeschoben, das spannt das Schaffell ein bisschen auf, damit die Fleischseite nicht aneinander hängt, also der Rauch schön überall hinkommt. So sieht es dann aus, da habe ich das dann hier reingeklemmt und jetzt kommt es oben drauf. Und fertig ist die Laube. Jetzt muss ich nur noch hier ein kleines rauchiges Feuerchen reinmachen und dann läuft die ganze Geschichte. Der Vorteil ist eben, diese Blechdosen, egal was passiert, selbst wenn sie umfallen sollten, da kann nicht viel anbrennen, wenn ringsrum nichts Brennbares ist. Deswegen bin ich hier auch in der Hofausfahrt. Ihr hört es vielleicht, es ist ziemlich laut hier. Aber wenn da was umkippen sollte, kann einfach nichts passieren. Und das ist natürlich der Vorteil von Metall. So, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Hier hinten habe ich jetzt einfach, also in der unteren Dose,
das Feuerchen angezündet und habe dann zunächst einfach ein bisschen Spechteler genommen, trockenes Fichtenholz, damit zumindest ein bisschen Flamme da ist. Und dann habe ich hier so wirklich regennasses Rindenmulchmaterial über diese Flamme aufgehäuft. Und die sorgt hier jetzt einfach für einen schönen Rauch. Man kann natürlich auch grünes Holz nehmen, das man drüber legt. Jetzt gerade im Sommer, im Juni, kann man vielleicht auch von Obstbäumen den Juniriss, Juliriss runterreißen. Und dann räuchert es da jetzt schön vor sich hin. Wie gesagt, in der obersten Dose hängt mein Fell. Und das untere ist quasi einfach nur so ein Raumschaffer, wenn man mal was Größeres hat. Es würden theoretisch auch zwei Dosen reichen, wenn man nur ein Kaninchenfell oder weiß was nicht. Genau, jetzt am Anfang kommt der Rauch noch eher ein bisschen unten raus, weil die Temperatur noch nicht stimmt, sprich wir haben noch keinen so Kamineffekt. Und wenn das alles sich ein bisschen adaptiert hat, kommt der Rauch auch eben schön oben aus den Löchern raus. Und ja, das ist so die eine Variante. Und jetzt zeige ich euch noch die andere Variante, wie man das räuchern kann mit einem Tipi. Aber nicht ganz so geil, muss man auf jeden Fall immer dabei sein, weil das ein bisschen eine wackeligere Konstruktion ist, wenn man das so primitiv macht wie ich. Ich dachte jetzt, was hat man vielleicht so zu Hause? Leitern und Wollstoffe vielleicht. Und genau, das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Also ich habe jetzt tatsächlich auch die Luft angehalten bei dem ganzen Spaß hier. Und seht ihr die Veränderung? Wie wunderschön gelbbraun es geworden ist. Es kommt eben hier durchs Räuchern. Ich kann jetzt auch mal gucken, ob man eine Stelle findet, wenn man die Wolle auseinander nimmt. Auch da ist leicht braunzucker geworden. Und ja, das gefällt mir ultra gut. Super schöne Farbe, super weich geblieben alles. So muss das sein. War jetzt vielleicht 3 Stunden hier in der Räucherhöhle. Wenn ihr noch Stellen finden solltet, die eben noch nicht so schön gelbbraun geworden sind, rotbraun geworden sind, tut es einfach noch mal ein bisschen rein. Ich lösche jetzt den ganzen Spaß und dann zeige ich euch, wie gesagt, noch die andere Variante. Ich habe hier hinten einfach eine Bockleiter genommen, da stelle ich dann meinen kleinen Grill drunter. Könnt ihr es natürlich auch mit einer Grillschale machen oder ihr baut euch so eine Art Tipi aus Holzpfosten und da oben drüber müsst ihr natürlich irgendwas legen. Ich nehme da immer ganz gern Wolldecken. Bei Wolldecke habe ich nur extra mal nicht die Gefahr, dass das irgendwie in Flammen aufgehen würde. Gleichzeitig wird meine Wolldecke dadurch haltbarer gemacht vor Motten, weil die natürlich auch eingeräuchert wird. Genau. Schaut auf jeden Fall, dass nachher kein Fetzen vom Tuch oder Decke in der Feuerschale hängt. Das wäre natürlich wichtig. Wichtig bei der ganzen Sache, wenn wir das hier reinbinden, ist, dass die Hautteile natürlich nicht hier eng aneinander liegen und sich berühren, dass hier schön der Rauch durchströmen kann, also dass hier ein schöner Ruheraum zwischendrin ist. So wie ich es jetzt habe, würde natürlich hier das eine Ende vom Fell in den Flammen hängen. Entsprechend schiebe ich das hier rüber und habe jetzt hier schon einen schönen Kessel, wo dann der Rauch nachher gleich einströmt. Wichtig jetzt gleich, wenn wir
den ganzen Spaß um das Feststellen, verwendet da kein nasses Gras, weil das nasse Gras trocknet irgendwann, fängt an zu brennen und die Flamme würde natürlich dann auch unser Fell zerstören. Ich habe jetzt hier eben ein bisschen die Hölzchen drauf. Die erzeugen jetzt quasi eine Grundhitze und da oben drauf lege ich jetzt ein bisschen mein frisches Grün, ja, meine nassen Hölzchen. Und wer möchte, kann dann auch gerne noch irgendwie, bei mir hat es in die Feuerschale reingeregnet, nasse Kohlen drauflegen oder so. Das hilft natürlich auch dann die Entflammung des Ganzen zu verhindern. Zum Abstand halten, dass die Decken nicht ins Feuer gehen, nehme ich hier einfach so einen Stock. Genau, wunderbar. Jetzt sehe ich gerade, das Fell hängt mir noch ein bisschen arg tief über dem Feuer. Ich werde jetzt mein Gestell hier mit der Leine noch ein bisschen höher legen. Da komme ich gleich wieder. So, jetzt habe ich den ganzen Spaß ein bisschen höher gelegt. Natürlich habe ich jetzt unten so ein richtiges Loch, wo der Wind reinpfeifen kann. Da muss ich jetzt noch ein paar Decken mehr rumlegen und dann räuchert es da schön vor sich hin. Natürlich immer in der Nähe bleiben, immer wieder reingucken, ob es Feuer gefangen hat, weil auch das grüne Holz trocknet natürlich mit der Zeit aus und fängt an zu verbrennen. Ich packe jetzt noch das Ding ein mit Tüchern, sodass der Rauch nirgends anders hin kann als nach oben ins Fell. Und ja, dann müsst ihr das auf jeden Fall 3-4 Stunden räuchern lassen. Immer wieder reingucken und sobald ihr eine rostbraune Verfärbung erkennt am Fell durch diesen Räucherprozess, dann ist das Fell eigentlich fertig. Bis dann.